Bei mir Rainer Hollisch, der Trainer des SV Waldhof Mannheim. 0:0 gegen den SC Freiburg 2. Zufrieden? Teils, teils. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr hohes Tempo angeschlagen, haben sehr, sehr guten Fußball zu Hause angeboten. Hatten auch einige Möglichkeiten, um Tore zu erzielen. In der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht die erste Viertelstunde verschlafen, hatten aber dann auch wieder eine klare Torchance durch den Flasi Dautai, wenn er vielleicht den Kopf hochflut und spielt nach links, der Martin Wagner steht ganz frei, kann ins Tor schieben. Aber ich glaube, unter dem Strich und über die 90 Minuten 10 müssen wir heute halt auch mal mit dem 0-0 zu Hause leben. Aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben sehr gute ersten 45 Minuten gehabt und haben dem SC Freiburg in der zweiten Halbzeit natürlich einige Räume gelassen, die der SC Freiburg natürlich auch von seiner spielerischen Klasse auch sehr gut genutzt hat. Aber heute muss man einfach mal das Nummer mit nach Hause nehmen. Die Chancenverwertung noch mal kurz angesprochen, unglaublich, was da liegen gelassen wird. Ja, oder? Es ist vielleicht fehlt der letzte Kick, vielleicht mal nach oben zu schauen und um den besser postierten Spieler zu sehen, wie zwei, dreimal hier auf der linken Seite, wenn ich da vielleicht mal in die zweite Reihe spiele, wäre vielleicht auch mal möglich gewesen. Natürlich muss man da auch stehen und dafür sollen wir als die zweite Reihe möglicherweise zu besitzen. Immer. Vielen Dank. Alles Gute für Samstag. So, Martin Wagner, 0:0 gegen den SC Freiburg 2, zufrieden? Ehrlich? Ja, eigentlich nicht, weil wir waren einfach die bessere Mannschaft heute. Wir haben 500-600%ige Dinger heute gehabt, die müssen wir einfach konsequent zu Ende spielen. Unglaublich, was da liegen bleibt im Moment. Deswegen ist man schon ein bisschen enttäuscht, aber gut, wir sind trotzdem jetzt ungeschlagen. Und jetzt haben wir das nächste Heimspiel nochmal gegen Homburg und da müssen wir jetzt 3 Punkte holen. Prima, dann viel Glück auf Samstag. Danke. Wir sehen uns, mach's gut. Ja. Bei mir noch Aydin Ceric. Aydin, nach kurzer Verletzungspause wieder zurück, eingewechselt worden heute. Geht's? Bist fit? Ja, also ehrlich gesagt merke ich es noch leicht, aber ich denke, es geht. Ich spiele jetzt heute mit Tape. Ist ein bisschen ungewohnt, aber man kann es aushalten und es ging heute auch gut. Spielst du mal auch etwas offensiver? Heute hat man gesehen, es war doch eher zurückgezogen. War das aufgrund der Verletzung noch ein bisschen langsam machen oder war es einfach taktische Marschroute? Ich habe selbst gemerkt, dass ich einfach... dass ich noch ein bisschen Schmerzen habe, ich bin ein bisschen vorsichtig. Es war vielleicht nicht so gut, aber gut. Am Ende nehmen wir den Punkt mit. Das ist vielleicht zufriedenstellend. Normal wollte man gewinnen, aber am Ende können wir auch mit dem Punkt zufrieden sein heute. Prima. Vielen Dank, wir sehen uns am Samstag. Mach's gut. Ciao. So, Jürgen Czollak noch zum Abschluss, denke ich mal. Da hechtet alles vorbei, hat keinen Bock, heute was zu sagen. 0:0 gegen den SC Freiburg 2. Ich habe jetzt alle gefragt, zufrieden mit dem Spiel? Spielerisch bin ich zufrieden, war ein sehr gutes Spiel, ansehnlich, spielerisch war sehr gut, kämpferisch, hat auch jeder alles gegeben. Ich denke, das Tor hat heute nur gefehlt, dann wäre es die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Da wird sehr viel im Moment liegen gelassen an Chancen. Wie macht man das fest? Normalerweise kannst du nicht über 3-4 Spiele so viele Chancen versemmeln, wo dann nicht reingeht. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie pessimistisch klingen, ist jetzt das erste Unentschieden immer noch ungeschlagen, genau. Es geht weiter aufwärts. Aber es sind doch unglaubliche Dinge, heute oder? Raus, dass sich die Haare gelaufen. Da, wenn man hinten ja, spielt? Ja, klar, aber ich denke, im nächsten Spiel gehen wir dann wieder rein. Ich bin zuversichtlich, wenn wir so spielen, dann brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken. Und ich denke, die letzten 4 Spiele sind ganz deutlich aufwärts drin und das stimmt nicht positiv für die nächsten Spiele. Auf alle Fälle. In der Mannschaft muss immer wieder umgestellt werden. Wie kommt ihr da untereinander klar? Klappt das oder ist es immer wieder schwer, Verletzungen oder Rotsperren? Wir sprechen viel miteinander, ja. Und ich denke, das ist Hilfestellung genug. Ansonsten haben wir Qualität in der Mannschaft und... Ja. Prima, dann sehen wir uns gegen Homburg. Alles ja, Gute. Alles, ja, Mann. Mach's gut. So, jetzt doch zum Abschluss noch Massi. Massi, gutes Spiel. Dennoch ausgewechselt worden, was Verletzungsbedingtes oder war es einfach eine taktische Auswechslung? Nein, ich habe mich da im Strafraum in der ersten Halbzeit, ich glaube gegen 20. Minute oder so, habe ich mir hinten was reingezogen und es tat weh. Und dann wurde es im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Und dann habe ich mir das tapen lassen und dann grätscht da hinten einmal rein und dann hat es nochmal reingezogen. Und ich glaube, Zerrung? Ging, weiß vielleicht. Ich hoffe nur. Also hoffen wir mal, dass nicht der nächste Verletzte auf ja, der Bank sitzt. Jetzt kommen aber doch einige wieder zurück, ne, aus dem Lazarett. Ich habe gesehen, Jürgen Krause trainiert wieder. Auch Lauretta ist wieder dabei, Kumpel ja, von dir. Genau. Wie sieht es da aus? Kannst du da was berichten? Geht es da ein bisschen vorwärts oder ist das alles nur leichtes Training? Ja, mit David spreche ich ja jeden Tag, der wohnt neben mir und... ja, ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich Optionen haben, auch was die Stürmer angeht. Martin Hess hat mir gerade gesagt, dass der Montag wieder leicht anfangen wird. Und David ist mit Jürgen Krause auch auf dem Weg. Und ja, ich
Ich hoffe, das wird auch sechs demnächst. Martin Hess, hast ein gutes Stichwort gegeben. Es war ein Pole bei euch zum Probetraining, der jetzt geheiratet hat, soll eventuell sogar kommen. Weißt du da ein bisschen mehr oder entscheidet sich das erst? Davon weiß ich nichts. Ich habe ihn gesehen im Training. Dein Eindruck? Ehrlich? Gut, also fand ich nicht schlecht. Und klar, wenn die Frankfurt nicht den holen wollen, dann haben sie sich dabei was gedacht. Wir haben, ich glaube, nominell nur zwei Stürmer im Kader. Und das wäre natürlich nicht schlecht. Super. Vielen Dank für das kurze Statement. Wir sehen uns am Samstag. Alles klar. Gegen Homburg gibt es wieder einen. Auf jeden Fall. Super. Danke. Weiter so. Tschüss. Ciao. So, Dennis, heute bist du nicht entkommen. In Mainz warst du ganz schnell in der Kabine als Ehrentorschütze. Nochmal kurz zu Mainz zurück. Geiles Tor. Ja, klar. Und schön abgedreht die Kurve. Ja. Vorher dran gedacht? So wie der Blasi beim Elfer? Nee, eigentlich gar nicht. Aber ich habe jetzt die geile Fans. Macht schon Bock. Klein, ja. Zufrieden mit dem Spiel heute an sich? Jetzt mal das Ergebnis außen vor gelassen mit eurem Spiel? Ja, ich denke schon. Erste Halbzeit haben wir auf jeden Fall gut gespielt. Ich denke, da waren auch gute Ballpassagen da. Aber dann die Tore haben gefehlt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir jetzt wieder durch den Kampf. Hätten wir auch wieder 1, 2, 3 Tore machen müssen, können. Einige Chancen liegen geblieben heute. Ne? Und ja, das sieht man normal selten, gerade bei dir. Da war ein Linksschuss dabei, der unglaublich. Legst du eigentlich gut auf den Fuß? Warst du überrascht, denke ich mal, von der Hereingabe von Martin? Überrascht jetzt nicht, aber ich kam in Rückenlage und dann kam der Ball halt über. Gegen Homburg ein Oldschool-Spiel? Ne? Wir waren schon öfters hier, ja. Zweitliga-Zeiten. Ist das was anderes? Bereitet man sich da anders vor? Ist das einfach ein Gegner in der Regionalliga Südwest? Einfach fertig. Ein Gegner in der Regionalliga. Du bist ein ganz cooler mittlerweile, gell? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns am Samstag. Mach wieder eine Kiste. Tschüss. So, dann haben wir den Wahl noch. Wahlfall nach Rotsperre. Verletzungspause oder was ist los? Ja, ich bin im Training unglücklich weggeknickt und ja, das hat mich zur Verletzungspause gezogen. Zeig, oh, was passiert? Ich bin am Sprunggelenk weggeknickt nach außen und ja, habe eine Kapselbandverletzung gehabt, aber am Montag nicht gewonnen. Okay, also nichts Wildes, bist weiterhin im Training oder muss es passieren? Ja, ich habe jetzt Reha hinter mir gehabt, 10 Tage und jetzt steige ich schon langsam ins Mannschaft. Kommst wieder auf alle Fälle. Danke für das kurze Statement. Ich wünsche dir alles Gute, werd gesund. Mach's gut. Ciao.